Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf MTJ Reviews. Ja, heute gibt es keine Review, weil ich einfach nur mal Bock hatte, ein anderes Video zu machen, beziehungsweise ich musste es eigentlich machen, denn bei mir kommt es sehr oft vor, dass ich mich teilweise für meine Fanbase schämen muss, denn wie viele von euch mitbekommen haben, ist Tom Snedden am 1. November gestorben, mit 73, glaube ich, an Krebs. Und ja, ich denke mal, viele von euch werden jetzt wissen, wer Tom Snedden ist. Ich werde auch nicht weiter darauf eingehen. Jeder, der sich ein bisschen mit den Anschuldigungen des Kindesmissbrauchs von Michael auskennt, der wird wissen, wer Tom Snedden ist. Ja, genau. Der ist eben jetzt verstorben und natürlich viele Fans hassen diesen Mann. Ich finde jetzt auch nicht, dass er die netteste Person auf Erden ist. Ob es bei mir Hass ist, weiß ich nicht, weil ich die Person nicht persönlich kenne, aber ich denke oft sehr negativ über diese Person. Wenn man sich mal so ein bisschen im Internet rumguckt oder auf Facebook oder auf Fanseiten, sieht man sehr viele Kommentare, die für mich sehr unmenschlich rüberkommen. Ich zeige da mal welche. Ich kann sie jetzt nicht lesen, weil ich sie gerade nicht vor Augen habe, aber ihr seht sie hoffentlich jetzt. Ich habe den Namen immer ein bisschen weggemacht, weil ich will jetzt auch keine Leute hier zur Schau stellen oder so. Falls sich doch jemand in diesen Kommentaren wiedererkennen sollte, also falls ihr die geschrieben habt, die gerade zugucken, dann ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wieso es solche Fans gibt, denn das, was ihr in euren Kommentaren schreibt, das ist überhaupt nicht das, was Michael versucht hat, uns über Jahre hinweg irgendwie nahe zu bringen, ja? Also Michaels Message war immer Liebe, ja? Also eigentlich bedeutet das, dass wir andere Menschen so behandeln, wie wir gerne behandelt werden wollen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, ja? Klar, ich meine, so ein paar Kommentare schreiben ist jetzt natürlich kein Verbrechen. Aber trotzdem finde ich, dass viele Fans einfach in ihren Kommentaren oder Nachrichten, wo auch immer sie darüber sich unterhalten, dass man da deutlich merkt, dass eventuell viele die Message nicht verstanden haben. Natürlich kann es auch sein, dass es Fans alles sind, die irgendwie seit zwei, drei Jahren erst Fans sind. Natürlich, da ist es, glaube ich, dann für die Person schwieriger, irgendwie das zu wissen. Aber also ich persönlich glaube, Michael würde sowas nicht sagen, wenn er jetzt noch am Leben wäre und Tom Snedden gestorben wäre. Dann würde Michael mit Sicherheit, glaube ich, jetzt nicht sagen, oh toll, ich hoffe, er wird in der Hölle schmoren oder irgendwas. Was ich übrigens auch gelesen habe im Internet von irgendwelchen Fans in den Kommentaren. Sondern ich glaube, Michael hatte Tom Snedden vielleicht vergeben. Da Michael sehr vielen vergeben hat, Michael hat auch damals LaToya vergeben, die gegen Michael, also die über Michael irgendwelche Lügengeschichten erzählt hat. Und deswegen verstehe ich echt nicht so, warum die Fans das nicht so ein bisschen übernehmen können wenigstens. Ich meine, klar, ihr habt alle eure eigenen, ihr könnt alle selber für euch denken und Michael ist natürlich nicht der Herrscher über uns, aber trotzdem ja, so ein bisschen. Ich kann das nicht, ich muss aufhören mit dem Video. Ich freue mich doch nicht darüber, wenn eine Person stirbt. Egal, ob ich diese Person gemocht habe oder nicht. Also als ich es gelesen habe, natürlich war keine Trauer in mir, aber es war auch nicht so, yeah, ich muss jetzt erstmal feiern, sondern einfach, ja, okay. Also mir war es gleichgültig, sage ich es mal so. Und lieber ist es einem gleichgültig, als dass man groß und fett im Internet verbreitet, dass man sich total freut darüber und dass heute ein großer Tag für alle Fans ist. Denn nur weil Tom Snedden gestorben ist, bringt uns Michael das nicht zurück. Und ich glaube nicht, dass Michael jetzt sich genauso gefreut hätte. Ich finde nämlich nicht, dass man sich generell darüber freuen sollte, wenn jemand stirbt. Ja, ich glaube, ich habe damit alles gesagt. Ich hoffe, man hat es so ein bisschen verstanden. Es ist noch ziemlich früh am Tag heute und ich glaube, ich habe so ein paar bisschen Wortsalat auch irgendwie gerade aus mir rausgebracht. Ich bin noch ein bisschen müde, aber nee, das wollte ich mal sagen, weil das hat mich echt,
da schäme ich mich manchmal echt, so Michael Jackson-Fan zu sein, weil sowas geht gar nicht einfach. Und auch wenn gerade Leute zuschauen, die irgendwie die sowas auch geschrieben haben, oder also es ist nichts Persönliches gegen euch, es ist einfach so die Art, die ich nicht abkann. Und ja, das musste mal gesagt werden. Ja, ich werde wahrscheinlich heute später schon eine Review drehen, das heißt, ihr werdet relativ schnell eine neue Review zu sehen bekommen, also eine Review diesmal. Und somit verabschiede ich mich erstmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.